Bugime. Ich bin bereit. Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Bauarbeiter. Wenn wir das schaffen, Steff, der Meister. Also jedenfalls willkommen zurück zum schwarzen Mann, aka wer hat die längere Banane? Und auch wenn einige jetzt von euch denken, dass ich bei diesem Wortspiel nur verlieren kann. Nein! Denn mein Name ist Seth und ich kenne mich aus mit langem Gemüse. Obst. Und wer die beiden glücklichen Gewinner der zwei Boogeyman 2 Steam Keys sind, werde ich am Ende der Folge verraten. Aber jetzt schauen wir erstmal gemeinsam, wer am Ende der Nahrungskette dieses Epilepsie-Terrors ist. Mir nach, Freunde, mir nach. Ich will auf jeden Fall heute die Nacht 6 schaffen, mindestens. Wenn nicht sogar noch die Halloween-Nacht, aber das kann ich noch nicht ganz versprechen. Mein Skill-Level lässt etwas zu wünschen übrig, wie man es bereits erfahren hat. Oh mein Gott, das ist fucking... Oh! Oh! Okay. Ich will ja nicht sagen, fick dich, aber... Fick dich? Komm raus, wo immer du steckst. Na, Lucy Man? Erschreck mal wieder kleine Kinder? Während deine Superschurkenbrüder versuchen, die Welt zu übernehmen? Sind wir wieder das schwarze Schaf in der Familie? Ja, das bist du doch gewohnt. Oh, hast dich extra geschminkt? Mensch, das wäre doch auch nicht nötig gewesen. Wollte zu Fasching als Boogeyman gehen, hat aber Angst, dass die mich auslachen. Oh, halt dein Maul bitte. Oh! Finger da weg! Nein, das machen wir nicht. Das lassen wir auch schön bleiben. Wir lassen alles heute mal sein, oder? Heute spielen wir das Spiel, wir lassen es einfach sein. Wir versuchen es gar nicht erst. Ne, gibt dir auch keine Mühe, gruselig zu sein. Das klappt eh nicht. Du verlierst nur gegen mich. Ich meine, guck mich mal an. Bin doch gruselig genug, oder nicht? Nein, lass das zu, es ist kalt, es zieht schon. Ich bin unbelehrbar, merkst du es? Während du Angst vor Taschenlampen hast, könnte ich ja eigentlich mal in die Küche gehen, mir ein paar Kekse holen hier, oder? Nee, dann würdet ihr mit noch mehr Seelenbruchstücken hier aufkreuzen und versuchen, mir die wegzunehmen. Finger weg von meinen Keksen, das sag ich dir. Lucy Man? Ah, da sind wir. Okay, ich muss diese Lücken nutzen, um nachzuladen. Meine Unschuld. Nein! Weg. Danke sehr. Danke, Buddy. Hallo? Der greift 4 oder 5 Mal an und dann hat er keinen Bock mehr. Diese Zeitspanne muss ich nutzen. Jetzt zum Beispiel. Nein! War richtig dumm. War richtig dumm, Seth. Oh, fuck. Fucking hell. Okay, das ist immer ziemlich Zufall. Aber, meine lieben Leute, wir werden es hinkriegen. Wir wollen doch ein artiger Boogeyman sein, oder? Nee, wollen wir anscheinend nicht. Na, ich hab das schon begriffen. Das erzähle ich alles deiner Mutter. Die wird sich freuen. Ist nichts mehr mit Keksen? Nee, da brauchen wir auch nicht rumquietschen hier. Wir lassen das. Nee, eine Entschuldigung ist jetzt auch ein bisschen spät, mein Lieber. Kannst mir gerne deinen Hut leihen? Wobei, der stinkt wahrscheinlich schon genauso sehr wie du. Also gib dir keine Mühe. Okay, jetzt. Na, ich bin schneller. Der schnelle Finger. Lucky Luke. Ich kann schneller blitzen als mein Schatten. Als dein Schatten. Oh! Fucking hell. Nein. Oh, scheiße. Ah, ich hab doch da gerade geleuchtet. Pro forma. Es hat nichts gebracht. Okay, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so übel, oder? Ich sollte mich fucking konzentrieren. Okay. Wir machen das gut. Jetzt hätten wir nachladen können. Nein, liebe Leute, wir gehen volles Risiko, oder? Volles Risiko. Du kannst uns nichts anhaben. Deinen komischen langen Fingern. Ich schneide dir gleich die Fingernägel, mein Schatz. Das, weil deine Eltern zu unfähig sind. Auch nicht durch die Tür. Auch nicht hier Trick 17 versuchen. Nee, das kannst du gleich mal vergessen, mein Schatz. Oh, jetzt bin ich richtig in Fahrt, Pokémon. Jetzt bin ich richtig in Fahrt. Merkst du es? Der wird sich nachher richtig vor mir gruseln. Der will nachher gar nicht mehr hier rein. Es gibt gar keine. Es findet gar keine Halloween-Nacht mehr statt, habe ich gehört. Er hat zu viel Schiss. Fuck. Okay. Ich dachte, da kommt er jetzt. Zum Glück ist da noch zu, ey. Okay, da draußen auch nicht. Jetzt! Schnell! Nein!
Shit! Oh Gott, nein! Ah! What? Och, leck mich doch. Okay, Leute, es ist um 3. Wir schlagen uns gar nicht schlecht. Das Teil ist dunkel hier wie ein Bärenarsch. Du gehst aber weg, mein Freund. Alles klar. Okay. Wir sind fast vollgeladen. Ich muss mich jetzt ziemlich konzentrieren, deswegen halte ich jetzt mal kurz mein Maul. Soweit es geht, soweit es mir möglich ist. Ich weiß, ich brauche da noch ein bisschen Übung. Danke sehr. Oh Gott, das war nur ein Staub. What? Also, alles okay, oder? Okay, leicht gepanikt gerade. Nachladen, Seth. Danke sehr. Weiter geht's. Oh, Alter, bin ich kurz nervös geworden. Ich schwitze alles zusammen. Mein Laptop steht schon unter Wasser. Fuck you. Oh, nein. Nein, mein Freund. Nicht zu dritt. Ja, das ist unfair. So viele Kekse habe ich auch nicht. Okay. Ich habe mit dem Entwickler gesprochen, was das mit dem Raben ist. Das ist nur eine Ablenkung. Ich sag's euch. Als kleiner Tipp, falls ihr das Game spielt. Es ist nur eine Ablenkung. Es macht überhaupt nichts. Alter, das Geräusch kam viel zu spät. Das Geräusch kam fucking viel zu spät. Okay. Oh! Da im Fenster. Hau ab! Danke sehr. Immer wieder ein Vergnügen. Na, du gehst doch bitte weg. Ich hab das gesehen. Ich weiß, wo du bist. Du freches... Oh! Früchtchen! Alter! Wie lange denn noch? Okay, wir müssen es doch gleich mal geschafft haben, oder? Ich lade jetzt nicht nochmal nach. Das sollte jetzt reichen. Ich wollte doch eigentlich meine Klappe halten. Okay. Alles gut, Seth. Alles gut. Okay. Nur so weitermachen. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es fucking nochmal gleich geschafft. Es ist nicht so schwer. Bitte. Okay, weg. Wir haben ihn abgewehrt. Shit, wir müssten eigentlich nochmal nachladen. Da, weg da! Danke sehr! Nein! Oh shit! Ja, danke! Nein, zurück! Okay, Alter. Hohoho, der Rundumschlag, er hat gesessen. Kümmert den jetzt mal. Ist den jetzt mal früh morgens. Ich muss zur Schule. Boogeyman, mach mal halblang. Es tut mir leid, wie ich dich genannt habe. Im Eifer des Gefechts kommt das manchmal vor. Scheiße. Okay, jetzt aber. Jetzt aber gleich, oder? Fuck, wie lange? Bis um 6 oder bis um 5? Vielleicht habe ich auch erst die Hälfte geschafft. No, bitte nicht. Bitte nicht. Yes! Yes! Ui! Bam! Du Bitch! Oh mein Gott! Holy fucking moly! Dritter Versuch! Das war nur der dritte Versuch! Warum habe ich das beim letzten einfach nicht gebacken gekriegt? So null! Oh mein Gott, Halloween, ey! Na, da! Lass mich doch hier erstmal ankommen! Wait! This is the last night that he can freely walk amongst the living. But it's also the night that he's the most strong. Och genau, der fühlt sich sehr so an, als ob er unter den Lebenden weilt. Dankeschön. Hi. Oh Mann. Och, haltet doch alle die Klappe. Schule war schön, danke der Nachfrage. Hilfst du mir bitte bei meinen Hausaufgaben? Oh Gott, das schaffe ich doch nie. Oh, es ist leicht stressig, muss ich sagen. Was? Nein! Finger weg. Der knurrt nicht mehr. Der bellt nur noch. Finde ich aber nicht nett. Okay, nachladen. Nachladen. Dev zurück. Eine Müdigkeit vorschätzen. Eine. Wer hat das nicht ausgemacht? Das ist doch eh bloß mein verkleideter, verschissener Vater, der mir einen Streich spielt. Ich hab's doch gewusst, lass das Ding zu, bitte. Scheiße. Ich sehe nichts. Ich könnte für den Coolness-Faktor mir eine Sonnenbrille aufsetzen. Aber ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ihr werdet es wahrscheinlich ziemlich lustig finden. Nein. Oh, da, kribbelt da weg. Wascht dir. Alter, wascht dir erstmal bitte. Danke. Kannst du mal höflich einfach fragen. Oh Gott. Alter, wo denn? Hier knarzt es an allen Ecken und Enden, sag mal. Muss mir aber Zeit geben, nachzuladen. Mein Brudi.
Ja, ich sag's bloß. Fairnesshalber und so weiter. Das macht doch sonst keinen Spaß für dich. Ich meine, das scheint auch langweilig zu werden langsam. Dem Fisch ist das scheißegal. Auch ich werd eh nicht gefressen. Macht doch, was ihr wollt. Ich guck mir das Ganze an. Ja, der beobachtet mich auch durch die Augen seiner 25 Milliarden Brüder. Danke, ich hab das schon begriffen. Was denn? Nein, du auch nicht. Und da auch nicht. Nirgendwo. Nirgendwo. Verpiss dich. Danke. Oh Gott. Das habe ich gesehen, mein Freund. Der liegt jetzt unter meinem Bett. Ja, dankeschön. Nein! Oh, alter Schwede. Okay, die Scheiße schaffe ich heute nicht, oder? Nein, 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 nein. Ja. Ja. Nein! Weg, weg. Alle weg. Alle raus. Raus aus meinem Haus. Warum lädt der da nicht nach? Ein bisschen mehr Schmackes hier. Wir haben hier Dinge zu bewerkstelligen. Du siehst doch, was hier los ist. Die man nicht ein bisschen länger aufladen. Alter, wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Die Hälfte der Halloween Night haben wir bestimmt schon geschafft. Fucking first try, ey. Okay. Und dabei quatsche ich schon wieder wie ein Wasserfall. Nein. Nein, 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 nein. Der kommt gar nicht mehr durchs Fenster. Dem ist das auch zu kalt. Der ist nur in der Wohnung hier unterwegs. Oh! Das wäre jetzt ein perfekter Zeitpunkt zum Laden gewesen. Sehr fast leider verpasst. Tja. Schade eigentlich. Scheiße. Okay, okay, nein. Hälfte geschafft. Wow, dankeschön. Können wir denn nachladen? Wow, hat richtig viel gebracht. Danke sehr, danke für gar nichts. Ah! Okay, ich probiere es jetzt noch einmal. Leute. Wir haben es first try bis zur Hälfte geschafft. Das muss doch drin sein. Okay, let's go. Let's go. Ich habe Nacht 6 geschafft. Halloween ist nur Bonus. Alles, was Halloween angeht, ist Luxus, liebe Freunde. Ja? Ich probiere das jetzt noch einmal. Wir haben es ja in first try bis zur Hälfte geschafft, liebe Freunde. Ich hab das Spiel ja durchgespielt quasi. Halloween Night ist nur Bonus. Wo zur Hölle kam der jetzt her? Ich hab's echt nicht gecheckt. Er kriegt das hier alles nicht mehr mit. Ich verzichte auf Intros. Ich verzichte auf jeglichen Kommentar. Wir spielen einfach die Scheiße durch. Lass es zu, danke. Du siehst doch, wie kalt das ist. Ach, nein! Wie kann ich das verhindern? Ach, überlebe! Danke für den Tipp! Oh, fucking hell! Beim nächsten Mal Panzertape hier mit. Schluss mit lustig. Klebe ich ja alles zu. Alles klebe ich zu. Vor allem dein Maul. Dein großes. Meins eventuell auch. Dann könnte ich das mal schaffen. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, Ziel, Seth, Ziel. Fuck you. Oh mein Gott, ich bin schlecht. Jetzt bin ich richtig schlecht. Noch zu nervös, wo kommt das her? Also, okay, das ist von der Tür. Das kann ich immer noch nicht einordnen. Mann, Mann! Ab! Ja, bitte unters Bett. Das sind schon drei andere. Warten da auf dich. Kannst du mit dem ein bisschen Ball rumwerfen, wenn du willst. Aber so nicht so schlimm, wenn nicht. Lass das mal bitte lieber. Oh Gott. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Nein. Nein, 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 nein. Okay, jetzt. Jetzt nachladen? Nein, jetzt auf gar keinen Fall nachladen. Ja, bitte weg. Weg mit dir. Oh. Ich muss jetzt. Ich muss jetzt. Ja, 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 ja. What? Nein. Nein, 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 nein. Hab ich gesagt. Von da auch nicht. Kannst du es gerne nochmal probieren? Wäre auch nicht so schlimm, wenn nicht. Danke. Oh, Alter. Das ist aber auch unentspannt hier. Nein! Oh Gott! Weg, 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 weg. Alter Schwede, ey. Das ist absolut furchtbar, Mann. Ich muss schon wieder nachladen. Ich habe auch keine Zeit hier für sowas. Nachladen ist für Pussy, Seth. Okay, Blitz. Oh! Alter, ich habe das gar nicht gesehen. Zufällig gewonnen. Jetzt wisst ihr, wie ich meine Spiele spiele. No, 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 zurück. Ah! Oh Gott.
Der Schrei erschreckt mich immer mehr als der Boogeyman. Don't let him win. Och, don't let him win. Och, ja. Oh mein Gott, ich schmeiß dich das nächste Mal in seinen Rachen, du. Das kannst du aber wissen. Alles klar, liebe Leute, wir haben es probiert. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, ob ich noch die Halloween-Nacht durchspielen soll. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich meine, wir können ja das Spiel komplettieren. Ja, schreibt mir unten rein, ob ich das noch machen soll. Dann mache ich noch eine extra Folge draus. Wir haben auf jeden Fall ziemlich, ziemlich souverän, würde ich mal sagen, die sechste Nacht geschafft. Damit eigentlich das Spiel durch. Halloween ist ja nur so ein bisschen Bonus. Das hat der Entwickler ja auch nachträglich hinzugefügt. Und ich würde sagen, machen wir uns mal daran, die Gewinner für die 2 Boogeyman Keys zu verlosen. Übrigens, danke für den Hinweis von euch, dass sich die Bilder hier immer ändern. Ich finde dieses Boogeyman-Bild übelst awesome. Das ist wirklich richtig gut gelungen. Das ist gruseliger als der Typ, ohne Scheiß. Okay, übrigens, ich habe euch ja erzählt. Oh, hi. Willst du, dass ich da reingehe? Oder bist du der Türsteher? Nein, Seth, mach's nicht. Übrigens, ich hatte euch ja sozusagen gesagt oder mal in den Comments geschrieben, dass ich dem Entwickler von Boogeyman geholfen habe, das auf Deutsch zu übersetzen, zusammen mit German Snake sozusagen. Also wir haben das dem unabhängig sozusagen, unsere Übersetzung für die Puppe und so weiter geschickt und dem ein bisschen geholfen. Er meinte, dass er mich auch hier reingeschrieben hat. Ich habe das noch gar nicht angeguckt, deswegen mache ich das jetzt mal mit euch zusammen. Es ist eine übelste Ehre für mich, ich bin dem Typen übelst dankbar. Ich habe es einfach so gemacht, einfach weil ich ihm helfen wollte, weil ich denke, okay, ja, so Indie-Entwickler, die, bevor sie irgendwie einen Google-Übersetzer bemühen oder sowas. Oh, Seth und German Snake, genau, German Translation. Wunderbar, ich fühle mich geehrt. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Spiel vorhanden bin. Vielen lieben Dank. Okay, jetzt hat auch jemand für Französisch gefunden. Super, super awesome. Vielen lieben Dank dafür. Kleines Easter Egg, so am Rande. Alrighty, liebe Leute, ziehen wir es uns rein. Ich habe mal 2 Kommentare rausgesucht, die ich ziemlich lustig und ziemlich mühevoll fand. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt. Ich musste mich im Endeffekt für 2 Leute entscheiden, weil ich habe nicht mehr Keys. Ich hätte vielen Leuten auch gerne noch einen gegeben, aber wie das immer so ist bei Gewinnspielen, aber eventuell mache ich sowas wie, das kam ja super cool bei euch an für das nächste Spiel und dann habt ihr wieder die Chance, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Also vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Es war super lustig zu lesen und ich habe mich übelst über eure Kommentare gefreut. Also vielen lieben Dank. Aber fangen wir an mit dem ersten Gewinner. Wenn ich für einen Tag Boogeyman wäre, würde ich erstens den Boogeyman mal richtig in den Arsch treten, dass ein kleiner Hut erstmal von seiner fetten Hackfleischfresse fliegt, zweitens dem Nachbar von nebenan mal so richtig zeigen, wo der Schlüssel hingehört, und ich meine nicht die Kellertür, drittens dem Verrückten zeigen, wie man richtig einen Menschen kocht und welches Insektenspray sie holen sollen und nicht dieses von nebenan, viertens mich umbenennen in Steve. Boogeyman, hello neighbor, Nachbar Seth, trau keinem kleinen Mädchen. Vielen lieben Dank, Ellie. Und Nummer 2. Wenn ich für einen Tag Seth wäre, würde ich mit Boogeyman zu einer Paartherapie gehen und unsere Probleme besprechen. Warum er zum Beispiel immer versucht, mich zu erschrecken oder in der Nacht versucht, immer in meinem Bett zu liegen. Doch als wir dort ankamen, bemerkte ich im Warteraum einen alten Bekannten. Meinen alten Nachbar Günther, mit dem ich auch schon mal hier war, weil ich immer versucht habe, in seinen Keller zu kommen, obwohl er immer gesagt hat, dass da unten nur seine Folterwerkzeuge sind. Aber das habe ich ihm nie geglaubt. Ich versuche, mich hinter einer Zeitschrift zu verstecken, doch in der Zeitschrift waren lauter Bilder von Animatronics in aufreizenden Posen. Und das war mir doch unangenehm. Also schlage ich die Zeitschrift zu und versuche, irgendwie abzuhauen. Es gelang mir die Flucht auf dem Gang, doch dann bemerkte ich einen Raum mit der Nummer 404. Aus irgendeinem Grund ging ich hinein, doch hinter der Tür waren nur Schaufensterpuppen. Ich dachte mir nichts, drehte mich um und wollte weggehen, doch dann spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Es waren die Puppen, die eine heiße Nummer mit mir schieben wollten. Vor Schreck, dass die Puppen lebten, schrie ich auf und rannte aus dem Gebäude. Draußen fand ich einen Polizisten, wollte ihm das alles erklären, was in diesem Raum ist. Doch bevor ich was sagte, bemerkte ich, dass der Polizist keine Nase hat und seine Kollegen keine Kleidung anhatten. Entsetzt rannte ich in die nächstgelegene Bar. Als ich hineinging, fiel mir auf, dass so komische Tattletales im Fenster standen. Ich wollte einfach nur noch abschalten und fragte den Barmann, was man da am besten machen kann. Er sagte, flieh in deine Psyche, da bist du sicher, glaub mir, das hilft. Alter, ich würde nie im Leben in diese Bar gehen. Ich schaute ihn verdutzt an. Und der Mann neben mir sagte, es hilft wirklich, mein Baby will sich dauernd umbringen. Und das ist das Einzige, was mich auf andere Gedanken bringt. Erst letztens wollte es sich mit seinem Kinderauto in den Pool stürzen. Okay, wenn es was hilft, machen wir das jetzt, sagte ich und nahm den Drink zu mir. Als ich zu mir kam, war ich in einem Wald. Eine komische Gestalt stand vor mir ohne Gesicht und sagte, hallo, lieber Freund, mein Name ist Slender. Und deiner? Möchtest du mit mir 8 Seiten suchen?
Vor Schreck schlug ich ihm ins nicht vorhandene Gesicht und lief davon. Ich lief und lief und lief und lief und lief und lief und lief, als plötzlich Michael Myers in einem Krankenschwesterkostüm vor mir stand und mich nach dem Weg fragte. Als ich ihm erklärte, wie man zum Studentenwohnheim kommt, rannte ich weiter. Irgendwann kam ich zu einem Haus und ging hinein. Drin bemerkte ich einen Laptop. Ich schaltete ihn ein und bemerkte, dass es ein Computer für das Deep Web war und ich dachte mir nichts dabei und fuhr ein wenig herum. Plötzlich rief er an, atmete ins Handy und hustete und sagte: Sorry, scheiß Asthma. Wo bist du denn schon wieder, Boogeyman? Hier, wir wollten doch zur Therapie gehen. Ich legte auf und dachte mir, wie ihm das jetzt erst auffallen kann. Aber dann hörte ich eine russische Stimme neben mir, die sagte: Übersetzt, du kommst jetzt mit mir, du Schweinehund. Als ich gerade mal wieder schreien wollte, schlug eine der Russen mich mit einer Bratpfanne nieder. Es war Slender. Ich bedankte mich bei ihm und entschuldigte mich, dass ich so grob war. Er sagte mir, dass es Zeit wäre, in die reale Welt zu gehen, zeigte mir ein Bild, das vollendet gehört. Aus komischen Sachen, darunter meine Knochen, machten wir Farbe und ich vollendete das Bild. Wieder aufgewacht, dachte ich mir, das sollte mir schon Einsicht geben. Also ging ich wieder zurück zur Therapie, entschuldigte mich bei Gedor. Mit Boogeyman machte ich dann die Paartherapie, die von mir und Zoe geleitet wurde. Und wir haben all unsere Probleme gelöst. Und wenn ich nicht gestorben bin, erschreckt er mich noch heute. Viel Spaß beim Lesen. Oh Mensch, da hast du dich aber ziemlich kurz gefasst, mein lieber Freund. Aber vielen lieben Dank für die Mühe. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Vielen lieben Dank für diese Story. Also Eli und Nero, schreibt mich mal bitte auf YouTube an über die Nachrichtenfunktion. Dann bekommt ihr den Key persönlich von mir zugeschickt. Für alle anderen, wie gesagt, nicht traurig sein. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich mit dem Projekt. Und ja, schreibt mir mal unten rein, ob ich noch die Halloween-Macht machen soll. So als kleines Extra sozusagen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis dann, euer Seth. Ciao.